Hallo zusammen. Mein Musikantenfreund Norbert Heep hatte mir heute eine Mail geschrieben. Er sucht den passenden Style für den Song Perfect von Ed Sheeran. Hier zunächst einmal meine Interpretation. Wie ich welche Einstellungen vorgenommen habe, erkläre ich gerne im Anschluss an das Demo. Wenn man sich den Song anhört, wird klar, es ist ein 12-Achtel-Style. Ein erster Blick in die Abteilung Easy Listening bringt sofort das richtige Ergebnis, Orchestral 12-Achtel. Mit der Tab-Taste habe ich beim Anhören des Originals im Takt mitgetippt. Das Ergebnis Tempo 64. Damit ist die grobe Arbeit erledigt. Um uns dem Original zumindest ein bisschen anzunähern, schalte ich zunächst die nicht benötigten Style-Spuren stumm. Phrase 1 und Phrase 2. Und da Ed Sheeran im ersten Teil nur zu einer Gitarrenbegleitung singt, schalte ich zunächst auch die Bassspur stumm. Die Rhythmusspuren kann ich anlassen, da auf der Main-Variation B kaum ein Schlagzeug zu hören ist. Wenn ich nachher den Schlagzeugsound haben möchte, wähle ich die Variation D. Um noch etwas näher an das Original zu kommen, ist jetzt etwas Programmierarbeit am Style angesagt. Sobald der Bass einsetzt, der zunächst stumm geschaltet ist, möchte ich nur einen Grundbass auf der ersten und dritten Zählzeit eines Taktes. Im Moment
macht der Bass noch eine etwas nervöse Figur. 1 und 1. Diesen einen doppelten Bass, den würde ich gerne vermeiden. Also spiele ich die Bassspur einfach neu ein. Über die Taste Menü gehe ich auf die Menüseite 2, Style Creator. Wir haben hier einen Viervierteltakt, die Main-Variation B, und die ist 2 Takte lang. Den Bass möchte ich bearbeiten, neu einspielen. Dazu muss ich die Bassspur zunächst löschen. Nun drücke ich hier oben auf die Beschriftung Bass. Und damit ist die Aufnahmefunktion aktiviert. Ich tippe einmal das Instrument ein und sehe, das ist ein Mega-Voice. Die lässt sich live nicht einspielen. Ich muss also hier über den Haken zurückgehen, eine Ebene höher, in die normalen Sounds, Bass, und hier wähle ich den E-Bass Ballet. So. Zwei Takte muss ich einspielen. So, das wäre die richtige Tonhöhe. 3, 4, 2, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Das wär's schon. Ich gehe in Channel Edit und quantisiere mit einer Viertelnote. Abgeschlossen. Nun möchte ich gerne im Schlagzeug die Bassdrum parallel zu diesem Bass haben, weil im Schlagzeug macht die Bassdrum auch diesen doppelten Schlag. Ich gehe nun in die Rhythmusspur, Aufnahme. Wenn ich nun die Spur lösche, müsste ich komplett neu einspielen. Daher bietet mir das Keyboard die Möglichkeit, nur die Bassdrum zu löschen. Das geht mit Clear Drum Instrument. Die Bassdrum ist auf B0. Wie ich das rausgefunden habe, ich habe einfach mal in Step Edit geschaut. Hier sind von der Rhythmusspur alle Noten eingespielt. Da sehe ich B0. Achtet nun einmal auf die Doppelbass. B0 Drumspur werde ich jetzt löschen. Dazu halte ich hier unten den Button Clear Drum Instrument gedrückt. Ich halte also B0 gedrückt. Nun kann ich nur den Drum-Sound neu einspielen. Also B0 muss ich einspielen, genau wie den Bass auf der ersten, auf der dritten Zählzeit. Nur noch den Style abspeichern. Das Ganze bekommt einen Namen. Nennen wir das einfach mal Test, Orchestral 12 Achtel, Test mit Leerzeichen. Und mein Tipp: versucht es gerne selbst einmal.